Zuschauer, Roswitha und ich haben gerade ein sehr schönes und wunderbar tiefes Gespräch geführt, was sich zwischen uns entfaltet hat. Es ging dabei um meinen eigenen Weg in ein göttliches Bewusstsein, um das Schleudertrauma, durch das ich dabei gegangen bin, über die Bedeutung an göttlichen Vertrauen in der göttlichen Liebe, über den Tod, der dann einen ganz anderen Stellenwert bekommen kann, über göttliche Wahrheit, so wie ich sie erlebe, und letztlich auch darum, was es bedeutet, für die Menschheit bedeutet, aus der göttlichen Wirklichkeit zu leben, wie wir dann vielleicht ganz anders miteinander leben können. Und ja, ich spüre, das Göttliche wartet darauf, sich zu manifestieren. Es ist da, es ruft uns, es wartet auf uns, auf jeden, der diesen Weg gehen will.